Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu meiner Vorschau zu NXT UK TakeOver Cardiff. Und dann denkt natürlich dran, Freunde, am Samstag, 31.08. in Nordhausen ist die Unlimited Wrestling Show. Wenn ihr also sowieso auf Wrestling steht, dann solltet ihr da mal vorbeischauen. Ist vielleicht für einige das erste Mal, dass sie hier ein Wrestling-Produkt live sehen. Kommt also da gerne vorbei. Tickets gibt's noch an der Abendkasse, also keine Sorge, schneid da vorbei, das wird übelst geil. Auch hier muss ich wieder sagen, dass dieses Video hier vorab aufgezeichnet ist. Das heißt, falls sich hier noch irgendwelche Matches geändert haben, dann tut es mir leid, dass ich das hier nicht mehr mit einbauen konnte. Die Frage natürlich hier zum Beispiel, was macht Ilja Dragunov bei dieser Veranstaltung? Denn der hat offiziell noch kein Match. Also theoretisch würden wir das dann erst in der nächstwöchigen NXT UK Episode mitbekommen. Aber mal schauen, ob da noch irgendwie was mit auf die Card kommt, denn eigentlich sind die NXT TakeOver Cards ja sowieso nicht immer so voll beladen. Deswegen könnte auch sein, dass das, was ich jetzt hier sage, genau die Card für das Event ist. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir davon ausgehen, dass wir zum Beispiel das Match Travis Banks gegen Noam Dar bekommen werden. Noam Dar ist ja schon die ganze Zeit so ein bisschen dabei, Travis Banks immer mal hier und da so ein bisschen zu ärgern. Saß ja auch beim letzten Match mit am Kommentatorenpult und ja, irgendwie scheint es in die Richtung zu gehen. Noam Dar hat ja auch schon angekündigt, dass er bei TakeOver auf jeden Fall ein Match haben wird und damit haben wir den Gegner dann damit entschieden. Trotzdem ist es natürlich schwierig, hier einen Pick zu wählen. Ich würde aber auch eher auf Travis Banks setzen, denn Noam Dar ist ja auch überall und nirgends so richtig. Ich finde es zwar cool, dass er bei NXT UK ist, aber Travis Banks ist eigentlich ein ziemlich starker Name und könnte da auf jeden Fall noch ein bisschen mehr reißen in diesem Brand. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass man versucht, ihn ein Stück zu pushen, da es beim letzten NXT UK Takeover ja nun nicht so gut funktioniert hat, denn da konnte er ja nicht antreten. Ebenfalls eine Möglichkeit wäre Rhea Ripley gegen Piper Niven, die kloppen sich ja schon seit Wochen und da ist halt auch so eine Sache, gerade das könnte ein bisschen härteres Frauenmatch werden, was natürlich auch nicht so schlecht ist. Auch hier einen Sieger zu wählen ist schwierig, aber dann würde ich eher mit Piper Niven gehen, einfach weil Rhea Ripley ja schon mal Champion war. Das heißt, theoretisch würde ich den erst irgendwie Neues mal nach oben schicken. Weiter geht's mit einem Last Man Standing Match von Joe Coffey gegen Dave Mastiff. Hier ist es so, dass Joe Coffey ja noch im letzten Takeover im Titelmatch stand und jetzt ja eine neue Aufgabe brauchte. Seine Tag Team Partner sind ja auch anders beschäftigt. Von daher haben wir eigentlich Ruhe für dieses Last Man Standing Match. Und da es nun mal ein Last Man Standing Match ist, werden die sich natürlich auch ordentlich geben. Auch hier ist es wieder schwierig. Auch da würde ich wahrscheinlich mit der gleichen Situation gehen, dass der gute Joe Coffey ja schon im Titelrennen war, hat das nicht geschafft. Also warum sollte ich ihm den Sieg jetzt geben? Da glaube ich, kann man mit Dave Mastiff nochmal ein bisschen was Neues bringen. Dann haben wir die NXT UK Tag Team Champions, The Grizzled Young Veterans. Die werden antreten gegen den guten Mark Andrews und gegen Flash Morgan Webster. Und im anderen Team stehen auch noch Mark Coffey und Wolfgang. Also ein Triple Threat Tag Team Match, was natürlich wieder sehr viel Power, sehr viel Energie reinbringt. Und gerade auch, dass wir hier nochmal ein Face Team mit reingeschickt haben, hat natürlich Sinn gemacht. Von daher ist das eigentlich auch alles soweit okay. Trotzdem muss ich allerdings sagen, dass ich nicht glaube, dass die Tag Team Titel wechseln werden. Denn klar könnte man das hier auch so machen, dass vielleicht die Grizzled Young Veterans gar nicht beteiligt sind am Pinfall. Sowas wäre eine Möglichkeit, aber dann auch, ich weiß nicht, ob man Gallus das so auseinanderreißen sollte. Wenn die Titel jetzt zu Gallus wechseln, dann hat ja Joe Coffey keinen Titel und der Rest schon. Vielleicht kann man denn da noch wieder was aufbauen, aber dann haben wir auch wieder so eine Storyline, die wir quasi jetzt in den Main-Shows mit AJ Styles und The Club und New Day und so weiter halt schon sehr oft hatten. Deswegen auch mit der Undisputed-Ära, die waren ja auch häufiger mal in Versuchung, da alle Titel abzuräumen und sowas finde ich zum jetzigen Zeitpunkt immer ein bisschen schwierig, weil es halt gerade so oft passiert in so großen Teams. Aber trotzdem werden die natürlich gerade durch die beiden jungen Leute da ordentlich Geschwindigkeit und ordentlich Power reinkriegen und die anderen werden dann eher für den härteren Stil sorgen. Das kann auf jeden Fall hier eine schöne Mische werden und ja, ich tippe aber trotzdem auf eine Titelverteidigung.
Dann haben wir das NXT UK Women's Titelmatch. Toni Storm wird antreten gegen Kylie Rae. Und das ist natürlich auch so eine Sache, da die beiden, beziehungsweise die Karrieren der beiden, ziemlich zusammenliefen und die auch schon einiges an Matches gegeneinander hatten. Das heißt, hier haben wir auf jeden Fall Erfahrung auch auf beiden Seiten und vor allen Dingen auch zusammen. Das heißt, gerade wenn ich schon mehrere Matches gegeneinander gemacht habe, kann das eigentlich nie nach hinten losgehen. Das ist immer eine sichere Bank. Damit haben die halt einfach schon Erfahrung miteinander und können da gut auch mit Mitteln und Wegen auch überraschend miteinander arbeiten, weil du weißt, was macht der andere für Moves und so weiter. Da kann man schöne Ketten bauen und das ist halt eine sehr anständige Sache. Das heißt, auch hier können wir uns auf ein sehr gutes Frauenmatch freuen, aber auch hier muss ich sagen, Titelwechsel sehe ich da nicht ganz so kommen. Toni Storm ist cool als Champion. Kylie Rae finde ich zwar auch nicht so schlecht, aber ich würde lieber drauf tippen und hoffe auch eher drauf, dass Toni Storm hier noch den Titel ein bisschen länger hält. Und dann haben wir natürlich noch das Hauptmatch um den WWE NXT UK Championship. Der gute Walter wird antreten gegen Tyler Bate. Oh, ist das geil. Gerade nach der Auseinandersetzung mit Walter zusammen gegen Pete Dunne, was halt auch schon übelst nice war, haben wir jetzt den guten Tyler Bate in der nächsten Richtung hier. Das ist einfach super nice. Tyler Bate ist wirklich auch einer der besten und die hier mit Walter zusammenzuschmeißen, das bringt immer was. Zumal Walter natürlich deutlich größer und breiter ist. Das heißt, da gibt es wieder ordentliche Schellen gegen Tyler Bate. Aber er ist nun mal the big strong boy, das heißt, der wird da ordentlich auch zurückpelzen. Och, das Match ist wirklich eine geile Paarung, da freue ich mich übelst drauf. Klar ist es hier auch so, ich tippe auch nicht auf einen Titelwechsel. Das wäre auch ein bisschen krank. Tyler Bate gerade mit Trent Seven zusammen sehe ich da dann doch lieber im Tag Team, aber Single-Wrestler-mäßig ist der einfach trotzdem auch Wahnsinn. Gerade auch, weil wir Imperium auf der anderen Seite haben, weiß man zwar nicht, wie dolle die eingreifen werden, aber ich denke mal schon, dass es da was geben wird, weil Imperium ja ansonsten keine Matches hat. Wenn die irgendwie ansonsten Matches hätten und die dann halt verlieren oder da dann halt eh schon fertig sind, dann könnte man ja auch davon ausgehen, dass die nicht dabei wären. Hier ist aber die Chance relativ hoch, dass sie eingreifen werden. Das heißt, klar kann Trent Seven und vielleicht auch Pete Dunne da ein bisschen helfen. Aber im Groben und Ganzen denke ich mal, dass Walter hier das Ding auch machen wird. Was natürlich nicht schlecht ist, Walter ist sehr, sehr gut gestartet im NXT UK Brand. Und das sollte man auch weiterhin oben halten. Gerade auch so das ganze Imperium, das Ganze mit Alexander Wolf da zusammen, das ist einfach geil. Das ist einfach genauso, wie ich das sehen möchte. Sie haben also Ringkampf hier schön zu NXT geholt und das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. Deswegen Titelverteidigung von Walter und damit habe ich keinen Titelwechsel für dieses Event. Weiß nicht, ob das passiert. Schreib mir gerne mal deine Meinung zu dem ganzen Ding in die Kommentare. Ansonsten gerne Daumen nach oben und natürlich auch Abo dalassen und auch die Kanalmitgliedschaft abschließen. Denn ich mache jede Woche NXT UK Reviews, das heißt für die Weekly Shows, die ihr vielleicht guckt oder halt selbst wenn ihr die nicht guckt, dann könnt ihr auf jeden Fall durch die Mitgliedschaft mitbekommen, wie ich das Ganze sehe und was da genau passiert ist. Das heißt, wir gehen ja die ganze Show nochmal schnell durch, damit ihr auch vielleicht ein bisschen Zeit spart, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, dass ihr es hinbekommt, NXT UK, was so wirklich ein super Brand ist, auch trotzdem noch zu verfolgen. Liebe Freunde, dann war es das erstmal mit dem Video. Macht nicht mehr so dolle. Ich wünsche euch noch was. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.